einem Sieg wären sie am heutigen Tag Meister. Und die Frage ist, kann das noch funktionieren? Auf jeden Fall muss schnell der Ausgleich her. Abgefälschter Ball, hier sehen wir es noch mal ganz deutlich. Und da ist der Keeper machtlos. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Da setzen sie Süle sehr zu. Bellingham. Moukoko. Julian Brandt. Malen. Das ist abseits und wir müssen schon sagen, ein vermeidbares Abseits. Ja, das haben sie sich selber eingebrockt. Da müssen sie natürlich warten, bevor sie den Ball spielen. Da ist die Chance. Jetzt kommt der Schuss. Das nächste Gegentor. Und damit müssen sie die Titelhoffnungen für den heutigen Tag haben. Ja, nicht genauso. Das wird nichts mehr. Deutlicher Rückstand. Bei einem Sieg wäre es der Titel gewesen. In der Form kann das heute nicht klappen. Ja, wir sehen es hier nochmal. Der Grund für den Treffer war der enorme Druck, den sie gemacht haben. Und dann fällt das Tor. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Salih Özcan geht da voll in diesen Zweikampf. Guter Steilpass hier, macht er gut. Guerrero. Brandt. Jetzt ist er vorbei. Jetzt kann er es machen. Eine sichere Parade. So, Ecke kommt. Erstmal geklärt. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Er sieht die gelbe Karte. So früh im Spiel. Nicht leicht. Jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Jetzt der Ballverlust hier. Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Immer noch gefährlich. Drin ist der Ball, aber wir sehen es, Buschi. Fahne oben. Abseits. War schön zu sehen, auch wenn sie es natürlich nicht wahrhaben wollen. Fassungslos. Es ist eine enge Kiste, aber es stimmt schon, es war Abseits. Meffert. Sebastian Schonlau. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Julian Brandt. Chance zum Anschlusstreffer. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Da ist das Tor. Sie verkürzen. Jetzt fehlt nur noch einer und ich glaube, da geht noch was. Souverän abgeschlossen hier. Das kann man nicht anders sagen. Das hat er klasse gemacht. Anschlusstreffer, also durch den BVB, Rückstand auf ein Tor verkürzt. Jetzt wollen sie natürlich so weitermachen. Im Moment kommen sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Und dann diese Unaufmerksamkeit, weg ist der Ball. Guerrero. Bellingham. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Könnte der Ausgleich werden. Gehalten, da zeigt er sein Können. Jetzt der Schuss. Viel Platz für den Konter jetzt. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Gefährlich, immer noch. Da ist das Tor und damit erhöhen sie ihren Vorsprung auf 2 Tore.
Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Dortmund über außen. Super dazwischen gegangen, da haben sie den Ball wieder. Kollegen bieten sich an. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Bellingham. Moukoko. Und er geht an ihm vorbei. Malle mit der Chance. Der Lauf kam ein wenig zu früh, abseits. Ja, das sieht gut aus. Meffert. Und da geht der Spieler dazwischen und faked den Pass ab. Moukoko. Vielleicht die Konterchance. Bellingham. Macht sich lang und dann hält er diesen Ball. In die Ecke kommt. Kopfballchance, aber doch deutlich vergeben. Und das ist auch Verdienst der Abwehr. Ja, die sind zur Stelle, machen die Räume eng und er trifft den Ball daneben nicht mehr perfekt. Jetzt der Fehler. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Guerrero mit der Ecke. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Jatta. Das könnte gefährlich werden. Oh, das war wichtig. Wenn der Ball ankommt, dann wird es hier gefährlich. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Flanke kommt weit. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Da ist nochmal die Wiederholung dieser Szene. Erst kommt die Flanke und dann ist er da. Packt den Volley aus. Es ist ein sehenswerter Treffer, ein unhaltbarer Treffer. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Starker Zweikampf. Gefährlicher Pass von Brand. Könnte der Ausgleich sein. Den Schuss hält der Torwart. Gute Gelegenheit und das wäre dann sein zweites Tor heute gewesen. Ecke kommt von Guerrero. Jetzt ist Platz für den Konter. Immer noch diese Szene. Ah, das frühe Stören, das zahlt sich aus. Da haben sie den Ball. Jetzt der Ballverlust hier. Guerrero. Moukoko am Ball. Bellingham, Spiel steil. Ja, abseits angezeigt, logisch. Da waren sie zu überhastet. Absolut, wenn sie da noch einen Moment warten, dann ist niemand mehr im Abseits. Na, so bringt der Pass natürlich herzlich wenig. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Gut, wie er den Ball abblockt. Das war einfach für den Torwart. Brand spielt den Pass.
Elfmeter, klarer Fall. Und wenn sie den verwandeln, dann ist hier wieder alles offen. Dann ist hier wieder alles drin. So, keine Karte, klar. Den Elfer muss es geben, aber ich glaube... Klasse, hält den Elfer. Super reagiert vom Torhüter. Sie bekommen den Ball nicht raus. Berlingen. Chance auf den Ausgleich. Da ist das Tor. Und dieser Ausgleich ist so, so wichtig. Ein Treffer noch bis zum Titelgewinn. Wir blicken nochmal auf die Entstehung des Tors. Da ist es der Doppelpass. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. Ein Hammer. Drin ist er. Es ist ein enges Spiel. Und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Zweikampf war gut. Es wird hier mit Ecke weitergehen. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Die Szene geht weiter. Kein guter Befreiungsschlag. Könnte die Führung werden. Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn! Was hat er sich dabei bloß gedacht? Ich glaube, er war einfach unkonzentriert. Das passiert ihm doch sonst nicht. Der BVB ist im Rückstand. Jetzt müssen sie hier was tun. Bellingham. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Ist natürlich ein unnötiges Abseits. Wenn man da noch einen Moment wartet, sind alle wieder raus aus dem Abseits. Ja, das war überhastet, der Pass kommt zu früh. Da machen sie der Defensive die Arbeit leicht, zu leicht. Jatta. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Kobel hält den Ball. Starke Aktion. Der Pausenpfiff beendet also diese erste Spielhälfte. Die Mannschaften gehen in die Kabinen. Und gleich geht es hier weiter. Dortmund geht also mit einem Tor Rückstand in die zweite Spielhälfte. Der Ball rollt wieder. Gute Chance. Die Chance. Er macht ihn rein. Da war alles offen. Da haben sie ihn geradezu zum Toreschießen eingeladen. Wenn sie es ihm so leicht machen, dann fällt das Tor. Sehen wir hier nochmal sehr schön. Alles frei, keine Mühe. Und den Spielstand möchte ich nochmal betonen. Es steht 5:3. Daniel Malen. Geht weiter, Vorteil Dortmund. Bellingham. Schaffen sie den Anschlusstreffer. Der Ball ist noch heiß, aber die Fahne ist oben. Abseits. Junge, Junge, da hat nicht viel gefehlt. Umeinander hätten wir hier den Treffer gesehen.
Die Schiedsrichterin gibt die gelbe Karte. Klar, Grund ist diese Szene da eben. Schießt er ihn rein? Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Alea. Da sehen wir den Ballverlust. Vielleicht die Chance jetzt. Gehalten, stark gemacht. Ecke kommt's. Da sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Wichtige Aktion. Jetzt können sie den Konter ansetzen. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Alea. Ecke Borussia Dortmund. Jetzt kommt die Ecke. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Unaufhaltsam. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball, ist aber nicht platziert. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Und wenn du diese Überlegenheit dann so gut, so exzellent in Torgefahr ummünzen kannst, dann kommt eben eine Führung dabei rum. Er steht im Abseits, gut gesehen. Ja, das war Abseits. Frühe Stören jetzt. Jetzt der Ballverlust hier. Jetzt vielleicht die Chance zum Abspiel für Reus. Das ist jetzt seine Chance. Borussia Dortmund macht das Tor. So entstand dieses Tor. Marco Reus mit dem klugen Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Offensiv zeigen beide Mannschaften eine Wahnsinnsleistung heute. 5:4 der Spielstand. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da kommt der Schuss. Wichtig, den Ball hat er sicher. Süle. Sie müssen aufpassen. Die Chance. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Steilpass Bellingham. Oh, gehalten, das gibt's doch nicht. Was für ein Duell. Nerven behalten, das war eine Glanztat. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Kein Tor. Aber das war schon unglaublich, wie sie da angerauscht kam. Unaufhaltsam. Das war ein toller Konter. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Da muss er hin und holt sich den Ball. Das muss der Ausgleich sein. Der ist drin. Damit haben wir den Ausgleich. Sie sind wieder zurückgekommen in dieses Spiel. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird
der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust da. Und dann geht es ganz, ganz schnell und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Und gibt's jetzt die Führung. Klasse dazwischen gegangen. Guerrero, die Chance auf den Konter. Gut durchgesetzt, gefährlich. Super abgewehrt hier. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Wird das eine Torchance? Brandt. Alea. Schönes Zuspiel hier. Eine starke Parade. Jetzt der Vorstoß. Er hat den Ball. Wird da was draus? Ball kommt rein. Nicht das Tor. Und das sehen wir. So ein harter Schuss ist nicht immer die beste Lösung. Absolut. Mehr Gefühl, dann kann es hier klingeln. Brandt. Oh, Ballverlust. Weiter der HSV. Ja, das könnte gefährlich werden. Vielleicht die Führung jetzt. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Ne, sie müssen einen neuen Anlauf nehmen. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Er hat die Chance. Tor, da ist es. Er bringt sie hier wieder in Führung. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich erarbeitet. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Ball erstmal weg. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Der Ballgewinn. Gefährlich jetzt. Er schießt. Den hält er natürlich, keine Frage. Schwacher Ball aus der Distanz. Ja, da bedankt er sich. Da muss er sich überhaupt nicht anstrengen. Das gibt einen Einwurf. Brandt! Der Ball ist noch heiß. Bellingham. Gute Freistoßposition, das ist eine gute Chance. Gleich wird hier ausgewechselt.
Toller Freistoß, aber ganz knapp. Was für ein Schuss. Und man sieht es an den Gesichtern der Abwehr. Da haben sie riesen Glück gehabt. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Ganz klar, so richtig schnell gehen muss es für sie jetzt nicht mehr. Aber das ist ja verständlich. Sie liegen vorn und wollen das Ding irgendwie über die Zeit bringen. Der BVB mit dem Ballverlust. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Wird das die Entscheidung? Der HSV am Ball. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Nicht mehr lange zu spielen, weiter dieser knappe Rückstand. Und nur bei einem Sieg wären sie ja Meister. Es wird eng. Ja, das wäre schade, wenn sie das alles noch aus der Hand geben. Heute ist das aber zu wenig, das ist zu schwach. Also vor allem, wenn du einen Titel holen willst, dann musst du entschlossener zu Werke gehen. Das wissen sie selbst, aber irgendwie kriegen sie sich umgesetzt. Kurz eingehakt, jetzt wird es vielleicht gefährlich. Kein Tor, da müssen sie mehr draus machen. War eine richtig gute Chance. Könnte gefährlich werden, guter Steilpass. Ah, gefährlicher Steilpass, aber ganz knapp abseits. Ja, die Entscheidung hat hier nicht nur Fans, Wolf, aber sie ist richtig. Das waren Zentimeter, es können sich alle wieder beruhigen. Es war okay. Brandt. Dortmund verliert den Ball. Nicht ungefährlich, Steilpass. Wir gehen dazwischen, Ballverlust. Bellingham. Gelb gibt es ja auch noch. Grund war diese harte Aktion eben. Das ist der Schlusspfiff in dieser Partie. Mit dieser Niederlage konnten sie den Titel heute also noch nicht holen. Aber noch ist ja alles drin. Ja, aber es wird sich schon ärgern. Sie hätten hier den Titel gerne geholt. Das ist eine verpasste Chance. Und das bedeutet, du musst weiter konzentriert bleiben. Chance. Sie fangen diesen Ball ab. Jetzt kommt der Schuss. Das nächste Gegentor. Und damit müssen sie die Titelhoffnungen für den heutigen Tag abmachen. Gefährlich, immer noch. Da ist das Tor und damit erhöhen sie ihren Vorsprung auf 2 Tore. Gute Chance. Chance. Er macht ihn rein, da war alles offen. Da haben sie ihn geradezu zum Toreschießen eingeladen. Der ist drin. Damit haben wir den Ausgleich. Sie sind wieder zurückgekommen in dieses Spiel. Die Riesenchance. Er hat die Chance. Tor. Da ist es. Er bringt sie wieder in Führung. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich erarbeitet.